Wir sind hier im Miniland München. Fabroni TV ist wieder unterwegs und das hier ist was ganz Besonderes. Nicht wahr? Warum bist du heute hier im Miniland? Weil ich nicht Eislaufen kann. Warum kannst du nicht Eislaufen? Weil ich auch niemals Rollschuh laufen konnte. Warum kannst du nicht Rollschuh laufen? Ich habe es niemals gelernt. Warum hast du es niemals gelernt? Weil es mir immer zu doof war. Ich war immer eins der langweiligen Kinder, die immer nur ein Fahrrad hatten. Warum hattest du nur ein Fahrrad? Weil Fahrräder toll sind und viel schneller und einfacher. Sind Fahrräder schneller als die Züge hier im Miniland? Sie sind allgemein schneller als Züge, denn Züge kommen ja nie an. Und auch schneller als das Auto von Zund? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie bei Zund mit dem Auto. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, finden wir hier ein Gefährt, das schneller ist als das Zundmobil. Das Zundmobil fährt nämlich mit doppelter Lichtgeschwindigkeit. Und hier sehen wir Fabroni TV. Auf dem Oktoberfest und das ist der Rummel. Wie wir sehen, ist hier immer was los. Die Leute amüsieren sich. Bronis sind natürlich auch dabei. Da sehen Sie, da hinten, da ist einer. Da, genau hier. Richtig. Nano, was macht denn der da? Tja, das werden wir wohl nicht herausfinden können. Außer wir schrumpfen uns in eine gewisse Größe und das machen wir auch gleich. Live mit dem Fabroni TV Team. Mit Zund, mit mir, Fabroni. Wir werden uns gleich in die Schrumpfmaschine setzen und schauen uns dann das Miniland mal ganz besonders nah an. Live in, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt heißt, aber sagen wir einfach, es ist Hamburg. Hamburg, Stadtteil Miniaturland, Miniaturland Hamburg in München. Und wir sehen hier sehr gut, dass die Züge hier gerade mit den neuesten Broni-Waren nach Deutschland hineinfahren, in die Elbe und wo die ist, ja. Ich weiß schon, dass da Berge sind, das kann niemals Deutschland sein. Oh, du hast recht, das ist gar nicht Deutschland. Das ist... Das kann nicht Hamburg sein. Ja, naja gut. So, jetzt sind wir hier im Schwarzwald. Der Schwarzwald, der erkennt man sofort an den Bäumen, die alle schwarz sind. Natürlich ist das hier nur eine Simulation. Da laufen auch natürlich einige Fehler ab. Deswegen sind hier die Wälder nicht schwarz. Aber man sieht sehr deutlich die Schwarzwaldklinik. Denn auch die Schwarzwaldklinik ist pechschwarz, zumindest im Innenraum. Und die Schwarzwaldklinik war eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehserien des zweiten deutschen Fernsehens, die zwischen 1985 und 1989 produziert wurde. Aber das wissen wir natürlich, denn wir alle waren Fans der Schwarzwaldklinik, bevor wir Bronies wurden. Und da sieht man auch den weißen, schwarzen Wald. So. Und was ist neben dem Schwarzwald klar? Die Prärie, ne? Das ist klar. Hier sieht man die Indianer und das gibt es auch nur hier im Miniaturland Hamburg in München. Nämlich Indianer, die um ihr Leben flehen, dass sie nicht ermordet werden von den Cowboys. Wie Brayburn auch einer ist. So. Hier ist das Maibaumfest, das bayerische Maibaumfest, das ist klar. Hier sieht man die Bayern, wie sie herumtanzen. Und das ist das Maibaum, was da oben hängt. Das ist der Kranzl. Und hinten sind die bayerischen Berge mit den bayerischen Baggern und den bayerischen Baumaschinen. Und das ist Deutschland zu seiner Schokoladenseite. Oder wie der Bayer sagen würde, zu seiner Weißwurstseite. Was ist das? Was ist was? Was hast du da auf deinem Kopf? Ist das eine Kapperl? Das ist eine Kapperl. Und woher hast du die Kapperl her? Die habe ich geflattert. Okay. Wo bist du gerade heute? Ich bin da im Miniland in Bayern, in München. Mit in Bayern sind wir hier und das ist das größte Miniland in Bayern. Was ich gehört habe, ja. Dann müsste es aber Maxiland heißen.
Warum? Ist ja ein kleines Land. Gut. Und ja, warum sind wir eigentlich hier? Gute Frage, weil der Organisator gemeint hat, wir fahren da heute her. Und irgendwie, ja, schauen wir alle recht erstmal interessiert aus. Und deswegen würde ich sagen, sind wir mal alle da und schauen sich das an. Genau, wir interessieren uns alle hier für die Eisenbahn. Wir sind alle Mitglied im Eisenbahn-Fanclub auf bronis.de. Und deswegen sind wir hier gemeinsam hingereist von allen Ecken des deutschsprachigen Raums. Aus Hamburg, aus Österreich, aus Bayern und natürlich auch aus Thüringen, um uns kleine Züge anzuschauen und kleine Häuser, die aufgebaut wurden, damit sie verstauben. Gut, eine allerletzte Frage. Ich sehe, du bist ja auch als Fotograf unterwegs. Ja. Gibt es denn später auch was zu essen? Ah ja, was ich gehört habe, ja, gibt es Essen und Vegetarisches, wobei Vegetarisches weniger als Essen zählt. Aber ja, ich habe es gehört, dass es so sein soll und wenn Hagi das so sagt, wird es doch so sein. Hagi ist ja auch heute da und freuen wir uns wieder auf Hagi, oder? Hagi Happen. Hypen, ja. Hyper. Und weiter geht's. Danke für das Interview. Wie heißt du überhaupt? Und hier. Okay. So, jetzt beginnt die Show. Die große Show. Wie man sehen kann, das Flugzeug fliegt nun. Alle sind gespannt, wie es weitergeht. Man sieht die Schnüre gar nicht. Es ist alles echt. Wir sind live in Frankfurt am Main. Und wie wir sehen können, fliegt das Flugzeug einzigartig ab. Patentiert. Und man sieht, oh, das wird eine Bruchlandung. Wir sehen, da wackelt was. Das dürfte normalerweise nicht passieren und der Start beginnt. Oh mein Gott, schauen Sie nur, wie wunderschön die Lufthansa-Maschine abfliegt. Und das sieht überhaupt gar nicht gestellt aus. Genau so passiert das auch im echten Leben. Nur, dass man die Schnüre nicht sehen kann. Das Marionettenflugzeug fliegt ab und wird bald den Mond erreichen. Ist abgestürzt, da hat der Kapitän nochmal. Da jetzt fliegt's direkt auf die Twin Towers zu. Ja, jetzt ist es schon weg. Ja. Nein, doch nicht. Wie maßstabgetreu ist das? Und die Passagiere haben das Ziel erreicht. Das Ziel war der Start. Boah, der Wahnsinn. Denn wie wir alle wissen, das Weg ist das Ziel. Ich bin so ein bisschen zu. Ja, wunderbar. Ausweis. Ziehe durch Schlitz. Ausweis akzeptiert. Rühren. Ey, komm zurück! Waffe, du! Hey, Frau Broni! Was ist denn los, so? Hey, Frau Broni! Ja? Hey, sag mal, hey, geh, Bua! Ja, was willst du? Jetzt voll zünftig, ha? Ha, ja, fix! Fix, Alter, ha? Fix, oder? Fix, Alter, sagst du, ha? Hast du gesehen? Ein Züge! Ha, das ist er! Das ist ein Spielzeug, ey! Ja, ist ein Klump, rechts! Ein Klump! Schau da, siehst du das? Nix das gescheit. Ist aktive Umweltverschmutzung, das ha? Das ist ja. Nix Gescheites! Ja, siehst, auch nur Großindustrie. Was ist das überhaupt? Ja, und der hinten, der LKW, der hat keine grünen Umweltplaketten. Der darf da gar nicht fahren. Was sagst du denn dazu? Ha? Das ist eine Sauerei. Das ist ein Schmarrn, ist das. Wenn ich mir das anschaue, dann kann ich leider aus. Na, das ist ein Schmarrn. KFC, wir brechen hiermit ab und guten Hunger. Bon Appetit. Und nun gehen wir was essen. Komm mit. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Corny. Bist du Mitglied im Eisenbahn-Fanclub? Ja, ich bin Mitglied im Eisenbahn-Fanclub. Warum, was muss man machen, um Mitglied im Eisenbahn-Fanclub zu sein? Laut der offiziellen Regel, die von Spreepony aufgestellt wurde, ein Bild seiner Lieblingszugbaureihe mit posten und ansonsten nichts. Dann einfach nach Anfrage. Und wir sind ja auch alle hier, weil wir alle Mitglieder sind im Fanclub, im Eisenbahn-Fanclub von bronis.de. Könntest du bitte aufhören, mein Mikrofon zu streicheln? Danke. Und wir sehen uns jetzt hier verschiedene Züge an. Du hast natürlich bestimmt alle erkannt. Gibt es hier irgendwelche Züge, die dir noch fremd sind? Bisher
ja, habe ich Züge gesehen, die mir fremd sind. Ich kenne auch nicht jeden Zug, vor allem die ausländischen sind sehr schwierig. Genau, zu zum Beispiel die Deutsche Reichsbahn oder der TGV. Der TGV, aber ich kenne eigentlich beide und die Deutsche Reichsbahn existiert nicht mehr. Gut, dann danke, vielleicht finden wir Sie hier trotzdem noch und ansonsten noch viel Spaß. Ja, dir auch, danke. Da ist sie ja, da ist sie, die Deutsche Reichsbahn. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen können, die Lokomotive, die alte Dampflok, die ist noch aktiv. Und wir sehen im Hintergrund auch, dass es sich dabei nur um das Deutsche Reich handeln kann. Gut, dann, es passiert wieder. Ein Tag geht vorbei, die Lichter gehen auf, der Mond geht auf, die Sonne geht unter. Alle kleinen Kinder gehen jetzt schlafen, auch Zund geht jetzt schlafen. Und das war's vom Miniland Hamburg in München.